Hallöchen, ihr habt mich ja gerade beim Spielen erwischt. Das Video geht jetzt auch um eine Sache. Erstmal habe ich hier die Spiele. Irgendwie, was steht hier? Days of Thunder. Dann habt ihr ja gesehen, man ja, Menschen, in der deutschen Version mit Backup-Batterie. Der muss auch mal trotzdem mal aufschrauben. Da brauche ich aber diesen speziellen Maul oder Nuss oder was auch immer Schlüssel dafür, weil das sind diese Spezialschrauben. Habe ich hier noch Super Mario Bros. 2. Super Mario Bros. Habt ihr gesehen? Tetris habt ihr gesehen? Burro Fighter habt ihr natürlich nicht gesehen. Und da habe ich hier nochmal Mario Bros. So. Ich weiß nicht, wie sich die Versionen hier unterscheiden. Hier sieht man, glaube ich, kann man das, glaube ich, erkennen? 19 D-Mark. Die Spiele, die habe ich schon seit. Mindestens dieses Spiel. Und dieses irgendwo so aus den 90er. So alt sind die Spiele. Das hier auch. War mein Spiel, das habe ich mir damals für teuer Taschengeld gekauft. Und das habe ich gezockt wie blöde. Die Spiele habe ich jetzt wiedergefunden, seit Juli. Ja, Juli ungefähr. Habe ich sie jetzt hier? Mir fehlte aber was dazu, und zwar die Konsole. Und die haben wir nicht mehr gefunden. Und nun habe ich eine Konsole. Ich zeige es mal so hier: Nintendo, blablabla. Die habe ich bei eBay Kleinanzeigen gekauft. So ein nacktes Gerät ohne Kabel, ohne alles. Sie funktioniert. Ich habe jetzt hier keinen Netzstecker dafür direkt. Draufstehen tut hier AC 9 Volt 50 Hertz Nennspannung. Ich habe da jetzt gerade 12 Volt Gleichspannung reingeschubst. Funktionierte. Mit der Konsole, ich will es nur einmal kurz erzählen. Da hatte ich echt Probleme. Ich habe die schon gekauft am. Was war das? 8. Ich habe sie gekauft am 9.8.2022, also vor rund einem Monat. Bei eBay Kleinanzeigen inklusive Versand für 25 Euro. Da habe ich sie überwiesen am 9.8. und habe bis zum 12.8. nichts vom Verkäufer gehört. Dann schreibt er mir am 13.8., dass er in C-Hausarrest gewesen ist. Er würde sie dann die Woche darauf versenden. Dann habe ich bis zum 17.8. habe ich nochmal nachgefragt. Kam keine Antwort. Erst am 18.8. Sollte sie dann am 19.8. auf Reisen gehen. Bis zum 25.8. mit mehreren Nachrichten an den Verkäufer habe ich nichts von ihm gehört. Ich habe keine Sendungsnummer bekommen, nichts, und die Konsole ist nicht angekommen. Am 25.8. habe ich ihm dann ein Ultimatum gestellt, dass ich bis zum 28. eine Nachricht möchte und dass die Konsole bis zum 2.9. hier ist. Und am Montag, den 29.8., kriege ich von DHL eine E-Mail. Es ist ein Paket auf dem Weg von einem Herrn sowieso. Ich gucke, ja, das ist der mit der NES. Er hat sie also eine Woche später losgeschickt, als er wollte. Und wahrscheinlich erst nachdem ich ihn gedroht habe, weil ich mit Anzeige gedroht habe und so weiter und so weiter. Nun habe ich sie endlich hier. Ich habe sie auf das Risiko gekauft, dass sie halt nicht funktioniert. Sie funktioniert, aber sie ist nur leicht ein bisschen dreckig hier oben in dem Bereich. In dem Bereich. Die Klappe ist nicht gebrochen. Sie ist nicht stark vergilbt. Es ist vielleicht ein ganz leichter Gilt drauf zu sehen. Also wirklich ein ganz leichter. Hinten ist er auch ein bisschen. Ich hatte sie schon aufgeschraubt. Ich habe reingeguckt. Sieht alles soweit okay aus. Sie funktioniert auch. Sie bringt ein Bild hier raus auf dem Komposit. Auf RF hier hinten habe ich nichts rausbekommen. Kann bei mir am Kabel liegen, am Fernseher, keine Ahnung. Ich habe da jetzt nicht großartig gesucht. Aber sie funktioniert. Ihr habt es gesehen. Sie läuft. Die werde ich dann noch reinigen. Werde noch Elkos tauschen. Das werde ich in einem separaten Video machen.
Controller habe ich von mir noch gehabt. Ja, Netzteil ist klar. Habe ich irgendeins genommen, das funktionierte. Und ich bin jetzt so glücklich, ich habe jetzt wieder eine NES. Wir haben die gesucht wie die Blöden, wir haben sie nicht gefunden. Beziehungsweise meine Eltern, die sind noch umgezogen und die haben die nicht mehr gefunden. Sie sind sich aber sicher, dass sie die haben müssten. Achso, eine Sache. Leider ist sie hier. Sie hier leider ein bisschen kaputt. Ich weiß jetzt nicht, ob das auf den Bildern zu sehen war. Ich glaube, ich kann das nicht mehr sehen. Auf dem Bild nicht, auf dem Bild nicht. Auf dem Bild nicht, auf dem nicht, auf dem nicht. Nein, leider hat er sie so doof fotografiert, dass er genau die Ecke im Bild abgeschnitten hat. Um genau diesen, ja, kleinen Bruch. Kann ich nicht sehen. Ich weiß nicht, ob das vom Transport passiert ist, aber es sieht fast so aus. Es sieht sehr frisch aus. Weil sie war auch hier hinten vom Gehäuse her ein bisschen ausgehakt. Das kann vom Versand kommen, weil die war nicht wirklich gut eingepackt. Ja, ein paar Kratzer hier an der Seite. Oh, ist egal. Scheiß drauf. Baujahr steht hier leider nichts drauf. Auch keine Seriennummer. Oder doch, aber hier steht irgendwas von 1985 Nintendo. Ich habe geguckt, die Chips, die da drin sind, sind so Kalenderwoche 1 bis 3 1991. Also Anfang 91 ist sie zusammengebaut worden. Dafür ist sie auch schon jetzt 30 Jahre alt, über 30 Jahre. Und sie funktioniert noch wunderbar. Also kann nicht meckern. Wollte ich euch nur mal zeigen. Zum Innenleben komme ich dann mal in einem anderen Video. Das ist auch für gut eben, was ich gekauft habe, wo ich ihm schon sagte und er aufs Video warten sollte. Und halt die Geschichte, wie das dazu gekommen ist, warum ich so lange warten musste da drauf. Ich hätte sie ja gerne früher gehabt, aber jetzt habe ich sie. Und sie funktioniert und ich kann meine Spiele spielen. Vor allen Dingen mein Maniac Mansion. Wunderbar. Gut, dann danke fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal. Tschüssi.